Ich bin gerade an der Wunderschirm aus dem Hobbit und Frontier einen Oktopus getroffen, denn er erzählt hat, dass er ein Musiker ist. Aber wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Oktopus mit G. Mhm. Und ich bin Musiker tatsächlich, Songwriter und Produzent aus Köln. Mhm. Und wie es sich für meine Artgenossen und mich gehört, habe ich 3 Herzen, 8 Arme und sogar 9 Gehirne. Und das hilft mir natürlich dabei, eine ganze Band darzustellen. Das ist quasi eine One-Man- oder One-Octopus-Band. One-Octopus-Band, ist glaube ich, trifft den Nagel auf den Kopf. Und was machst du für Musik und hast du das komplett alleine gemacht oder brauchst du ein bisschen Hilfe von Menschen allein? Also das ist im Grunde genommen Rock, aber ein bisschen präziser gesagt ist das funky, surfy, psychedelic Art Rock. Und ich habe es in der Tat alles selbst geschrieben, auch selbst gespielt oder vorproduziert. Habe aber doch am Ende dann für Schlagzeug und Percussion 2 großartige Musiker, Maxim Schmitz und Rani Krieger, Grüße an dieser Stelle, dazu geholt, die dann einen exzellenten Job gemacht haben und mir geholfen haben, ja, mit 8 Armen auszukommen, sonst hätte ich 12 gebraucht. Die haben die Tentakel und unter die Tentakel gegriffen und die manchmal auch hochgehalten. Und wo habt ihr das dann alles gemacht? Also, wo ist diese Musik entstanden? Also ursprünglich entstanden ist die bei mir im Homestudio in Köln. Teilweise in der Eifel, im Waldhaus, teilweise auch noch in Portugal, in Arifana, am Strand. Aber letztendlich komplett aufgenommen, also auf diesem Niveau, auf dem man das jetzt hört, haben wir das dann in den Dirk Studios hier in Pohlheim-Stommeln. Und genau, mit dem Toningenieur Hagü Schmitz, auch viele Grüße. Sehr, sehr guter Mann, erfahrener, exzellenter Magier an seinen Geräten. Das klingt spannend. Ja. Und wo du gerade sagst, das war ein professioneller Studio und so weiter, das lässt ja auch darauf schließen, dass es demnächst etwas Professionelles zu hören wird. Klingt das richtig? Da liegst du komplett richtig. Also in ein paar Tagen ist es soweit. Da kommt die erste Single raus, Two Shades, am 15. Oktober. Da wird es auch ein Video dazu geben. Und ja, das wird so das Debüt sein. Und geplant ist ja auch nochmal 2 weitere Singles im Abstand von 4 bis 5 Wochen hinterher zu schieben, bevor dann die EP rauskommt mit insgesamt 5 Songs. Ja. Hoffentlich im Dezember pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Und hast du dann gegebenenfalls auch etwas dabei, was wir uns schon anhören oder sogar ansehen können? Ja, ich habe tatsächlich ein Video dabei für die erste Single, die Two Shades. Und wir können gerne auch in 2, 3 Songs noch reinhören. Ich würde mal vorschlagen, wir hören mal in Rockstar rein und in Gone Bro, was die 2 nächsten Singles sein werden. Dann hat man schon mal so einen Vorgeschmack und ein bisschen kompletteres Bild. Sehr gerne.
Ja, das war wirklich sehr psychedelisch-rockig, was du uns hier gerade präsentiert hast. Also deine Beschreibung würde ich nicht anders beschreiben. Und am 15. Oktober ist das dann soweit und das erste Video kommt quasi dann online gestellt. Wo kann man das denn dann sehen? Genau, das Video wird man auf meinem YouTube-Channel in erster Linie sehen. Und die Musik wird auf allen erdenklichen Streaming-Plattformen zu hören sein: Spotify, Apple Music, Amazon etc. etc. Später wird es dann eine Vinyl geben, wenn die EP rauskommt, aber vorerst ist das Streaming only. Und genau, und sonst Updates, Background-Stories etc. etc. gibt es auf meinem Instagram-Kanal Octopus-Music oder auf dem Facebook-Kanal Octopus Music oder auf YouTube und so weiter und so fort. Man kann mich überall finden. Das heißt, du bist quasi perfekt vernetzt. Hast ja auch genug Arme, ne? Das hilft. Mit 8 Armen schaffst du einfach viel mehr weg an so einem Tag. Okay, Ja. richtig. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir beide hier komplett austrocknen in der glänzenden Sonne, sollten wir uns vielleicht mal in Richtung Strandbar begeben und dann reden wir mal weiter, was es gibt. Exzellente Idee, ich bin dabei.